Yeah. Charisma Beats Production. Ich lasse Dario den Spaß jetzt hier im Regen stehen. 90 Kilo solltest mich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Zieh dich lieber warm an, hier kommt ein Punchline-Gewitter. Im Battle zwischen zwei Leuten, da wirst du nicht mal Dritter. Er ist deine Quali gecheckt und fuck, das hat mich erschreckt. Ich frag mich immer noch, warum dir Marmelade denn nicht schmeckt. Kirsche, Erdbeere oder nen Berliner vom Bäcker. Ich kann dich nicht verstehen, Mann, das ist doch voll lecker. Du machst kein Faxen, bist du bei mir an falscher Adresse. So wie beim Faxen, wenn du schickst an eine falsche Adresse. Ich bin wutentbrannt, das hast du gut erkannt. Wenn du feiern gehst, dann trägst du deinen Mut erst an. Ruckzuck wirst du rund gemacht, wie ein Kugellager. Es ist sicher, dass ich für die Spaß ne Kugellager am Kugellager. Mach lieber vor mir Halt, wie vor nem Stoppschild. Ihr wollt es sehen, ich zeig es euch, euer Gottbild. Direkt nach der Auslosung schreibt mich dein scheiß Kollege an und fragt ganz lieb, ob er mir nicht unter die Arme greifen kann. Schick mir ein Effektprofil von dir, willst wohl gewinnen um jeden Preis. Das juckt mich aber noch weniger wie ein Chinanserkreis. Deine Runde war schon fertig und das schriebst du mir ganz fröhlich. Da frag ich mich, hast du denn keinen Gegnerbezug nötig? Ich hab kein teures Equipment und auch nicht die geilsten Reime, aber immer noch besser als deine inhaltslose Scheiße. Und weißt du, was ich rausfand, als ich vor deinem Haus stand? Du kommst aus dem Ausland, das war für mich kein Aufwand. Und das auf deiner Facebook-Seite hat mich schockiert. Ist das nicht peinlich, dass man Deck und Chill als Film abonniert? Als ich dein Bild da dachte, ich ist sehr hässlich, verdammt. Ja, ich bin der Dre und Rap in meinem Kleiderschrank. Bald bin ich ein Live-Act, 1, 2, 3, Mike. Check beim Schreiben meiner Runde, lief mir leider etwas die Zeit weg. Dir geht es beschissen, denn du wirst gerade zerrissen. Und deine arrogante Art wird sich ja keiner vermissen. Du bist leider kein Superheld, nur weil du dich für super hältst. Ich fahre einen Corsa, der an der Tanke nur für super hält. Bei deinem Text merkt man schnell, das ist bald keine Frage. Ich sau so viele Sixpacks Bier, bis ich hier einen Sixpacks habe. Du bist nicht Eminem, hast vor dem Battle gereiert. Im Vergleich zu dir wird der schwarze Richter mehr gefeiert. Direkt nach der Auslosung schreibt mich dein scheiß Kollege an und fragt ganz lieb, ob er mir nicht unter die Arme greifen kann. Schick mir ein Effektprofil von dir, willst wohl gewinnen um jeden Preis. Das juckt mich aber noch weniger wie ein Chinanserkreis. Deine Runde war schon fertig und da schriebst du mir ganz fröhlich. Da frag ich mich, hast du denn keinen Gegnerbezug nötig? Ich hab kein teures Equipment und auch nicht die geilsten Reime, aber immer noch besser als deine inhaltslose Scheiße. Viele Silben sind Pflicht, drum sag ich Taschenrechner. Bin mit dir fertig wie mit Kippen im Aschenbecher. Zu entscheiden, wer gewinnt, ist keine harte Wahl. Ich kann es mir schon denken, rate mal.